Ja, Leute, ich bin schon eine Weile wach. Guten Morgen erstmal. Ich bin eben schon eine Weile wach und glotze hier aus meinem Dachzelt. Da drüben könnt ihr vielleicht sehen, ist ein weiterer Kastenwagen. Auf der Seite, wo jetzt der Andrea steht, ist ein anderes Dachzelt. Das will ich euch gleich zeigen. Ja, wir haben es kurz vor 8. In der Nacht war es eigentlich richtig angenehm. So ab 3 Uhr morgens wurde es so richtig kühl. Und ich habe die nicht mal in meinen Schlafsack genutzt. Habe ganz kurz mal die Standheizung angemacht. Die lief dann so ein, zwei Stunden. Hat es dann hier kuschelig warm hier drin. Fast schon wieder zu warm. Und ja, eigentlich ist das die ideale Lösung mit so einer Standheizung in kalten Nächten. Oder man nimmt halt einen richtig guten Schlafsack. Jetzt werde ich aufstehen, räume auch schon ein bisschen auf, weil ich will heute Morgen spätestens um 10, also in 2 Stunden, möchte ich wieder losfahren Richtung Donaueschingen. So, und da ist auch ein Auto, so ein VW-Bus. Die waren heute Abend hier. Oben drüber haben die irgendwie was zum Verstauen. So, und wenn ich jetzt darüber schwenke. Da ist auch noch mal so ein Kastenwagen, sieht aus wie ein Bauwagen. Echt clever gemacht. Da merkt man echt, da ist jemand da und ja, von der Baustelle oder so. Ist aber umgebaut zum Kastenwagen. Echt genial. Hier der Murat. Hier Ducato, Algon und nebendran, ja, ein weiteres Dachzelt. Ein größeres Dachzelt als ich habe. Viel größer. Wow. Mit einer Leiter. Ja, passt alles. Richtig cool. So, ich werde jetzt ein bisschen aufräumen. Und dann zusammenpacken. Und dann gibt es auch demnächst schon Frühstück. Hier mein Campingstuhl, dass mir der Daniel, der mit mir nach Norwegen fahren möchte, zukommen gelassen hat, also geschenkt hat. Und ich muss sagen, richtig, richtig stabil, richtig gut und echt gemütlich zu sitzen. Ne? Das ist so richtig gemütlich. Das ist wie ein heimischer Sofa, wenn man da drin sitzt und hält einiges an Gewicht aus. Ich glaube, fast 200 Kilo könnten hier sitzen. Da fehlt mir noch ein bisschen. Und boah, bis der Andreas jetzt wach ist, wir haben es 8:30 Uhr. Um 9 haben wir abgestimmt, dass wir eben frühstücken. Werde ich jetzt hier noch eine halbe Stunde die köstliche Morgensonne genießen. Ich habe soweit mein Dachzelt ausgeräumt, alles im Auto. Nachher 5 bis 10 Minuten zusammenklappen, vorher Plane drauf. Dann bin ich auch schon abreisbereit. Wie lange ging das jetzt? Vielleicht 10, 15 Minuten. Normalerweise lasse ich meine Bettdecke und mein Kissen oben, aber ja, ich wollte, habe es runtergemacht, weil ich zu Hause das mal nochmal waschen möchte. Ja, ein kleines Fazit zu den 2 Tagen hier im Dachzelt. Die allerbrennendste Frage will ich gleich beantworten, weil es da draußen total korrekte Menschen gibt, die, ah, was machst du mit deinem Urin? Wie machst du das mit dem Stuhlgang? Wie machst du das mit der Dusche? Also, ihr werdet es auch in den Videos sehen. Wir sind hier beim Baggersee nebendran schwimmen gegangen. Und das hat für unsere Hygiene ausgereicht. Zähne und so putzen tun wir auch. Ja, Toilettengang, also Urin. Da will ich jetzt auch kein Geheimnis draus machen. Ja, beim Wandern, beim nächsten Baum, so wie eigentlich jeder das tut. Und das größere Geschäft, da habe ich biologisch abbaubare Tüten gekauft, extra bei Amazon, einiges in die Hand genommen, Geld in die Hand genommen. Kann auch mal die Tüten, wenn ihr möchtet, unter das YouTube-Video verlinken. Und ja, dann mache ich, ihr kennt ja meine mobile Toilette, die habe ich ja in meinen Schweden-Tours mal vorgestellt. Und dann wird es mit dem Spaten, also mindestens einen halben Meter, begraben oder vergraben und wieder zugemacht, dass niemand eben drauftreten kann. So tue ich meine sanitären Sachen erledigen, weil ja der ein oder andere, ja, da gibt es ja welche, die sind ja der Wahnsinn.
ihr kackt die ganze Natur voll oder was weiß ich. Also es gibt bestimmt Camper, die drecksauer sind, aber die meisten, die ich kennengelernt habe, die achten drauf. Weil meistens fährt man ja auch die gleichen Stellen wieder an. Das heißt, ich will ja nochmal hierher kommen dürfen oder können. Und wenn ich jetzt hier eine Sauerei hinterlasse, der nächste genauso, dann wird es irgendwann mal verboten. Oder man kann hier gar nicht mehr campen, weil es einfach ekelhaft ist. Einfach mal nachdenken, wenn man gleich mal eine ganze Camper-Community da an die Wand stellt. Es gibt welche, ja, aber ich sehe es jetzt hier zum Beispiel. Hier stehen 1, 2, 3, 4, 5 Autos und hier ist nichts, kein einziger Dreck. Wirklich sauber. Ja, und die 2 Tage Erfahrung. Also ich habe jetzt die Dachzeltheizung. Wir haben den 22., 23., 24. haben wir eben hier übernachtet. Dachzeltheizung war nicht nötig, nur kurzzeitig. Also stundenweise ist mein Dachzeltheizung, also Standheizung gelaufen. Ich hatte so circa ja, 3 Stunden oder 4 Stunden Laufzeit in der Nacht. Meistens immer kurz bevor ich eingeschlafen bin, habe ich mal kurz angemacht. Wäre aber nicht nötig gewesen, weil wir haben hier unten im Kaiserstuhl wirklich schon warmes Wetter. Und alles blüht und so. Wir haben hier schon Frühling, also wirklich toll. In der Nacht, so ab 3 wird es dann richtig kühl, da merkt man es. Wenn man einen normalen Schlafsack hat, also man braucht keinen Winterschlafsack, würde man ohne Standheizung hier durchaus übernachten. Da drüben ist ja ein zweites Dachzeltpaar. Die haben keine Standheizung und schlafen halt praktisch ganz normal, ich denke mal mit Schlafsäcken. Ja, ich habe mal hin und wieder angemacht. Ich habe ja den Luxus, ich bin nicht in meinen Schlafsack reingekrochen. Ist natürlich auch ein bisschen damit verbunden, dass ich meine Standheizung jetzt noch einmal getestet habe. Gehe davon aus, dass ich jetzt in 2 Wochen bei der nächsten Tour gar keine Standheizung mitnehmen werde, weil dann wird es warm genug und da brauche ich auch keine Standheizung. Ja, war herrlich. Die Übernachtung, ich habe sehr gut geschlafen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich schlafe im Wohnmobil oder im Dachzelt ruhiger, tiefer als zu Hause. Ich kann es nicht erklären, warum, wieso, weshalb. Es ist aber einfach so. Und ich bin am nächsten Tag so richtig ausgeschlafen, kann mich gut konzentrieren, habe Lust auch was zu unternehmen, aber man ist ja direkt wieder draußen, sobald man das Dachzelt aufmacht. Oder vom Wohnmobil ist ja genau das Gleiche. Du stehst direkt wieder in der Natur und hast eigentlich gerade Lust, was zu tun. Jetzt fehlt mir noch eine Anhängerkupplung mit einem Fahrradträger. Dann hätte ich mein E-Bike dabei. Und dann würde ich wahrscheinlich jetzt schon nicht hier sitzen, sondern ich würde, glaube ich, bis der Andreas aufsteht, so eine halbe Stunde hier in der Gegend Fahrrad fahren. Ja, das kommt aber auch noch. Also, ja, Kostenvoranschläge für eine Anhängerkupplung habe ich mir schon eingeholt. Und Fahrradträger kommt auch noch drauf. Und dann ist mein Dachzelt-Equipment komplett. So, die ersten stehen da auf. Und ich mache jetzt einfach mal hier Schluss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Murat.